Willkommen zurück zu Fallout. Jetzt passt auf, ich habe die Waffenmods installiert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sehen kann. Die Bullet Tracer und so weiter, diesen Ultra-Waffen-Mod. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Vorhin stand zumindest da, Mods werden geladen und die Dinger sind deaktiviert. Die, ihr wisst schon, Erfolge oder Errungenschaften. Naja, mal gucken. Ah, ich müsste es ja eigentlich anhand der Snipe merken, ne? Weil die Snipe hat jetzt ja eine andere, die funktioniert jetzt anders. Wir gucken mal kurz. Ich aim auf diesen hellen Punkt hier. Das ist jetzt schwierig, das nachzuvollziehen. Mal, ich guck kurz mit dem Gebäude. So. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht einfach zu nah bin. Ich gehe genau auf eine Höhe. Hat das hier keine Einschläge oder was? What the fuck? Das hat keine Einschlagslöcherchen. Naja, okay, also normalerweise sollte jetzt ein Bullet Drop vorhanden sein und die Kugeln haben so einen Tracer hinter sich. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, Dance, wie sieht's aus? Paladin Dance. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Mhm. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Sagt der Mann in der Riesenrüstung. Naja. Ich sollte eigentlich schon längst ins Bettchen gehen, aber nach dem geilen Stream von heute musste ich einfach noch was Kleines machen. Und die Fallout-Sachen sind irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die bekommen sie diese Nähe, kommt mir, also zu euch dann, kommt mir fast genauso vor wie bei den Streams. Also weil es so eine private, es kommt mir so ultra privat vor, ich weiß auch nicht. Das waren Firmen wie diese hier, private. Warte mal kurz, okay. Ach. Letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Gut. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Der Hannelore? Aber wer war das denn jetzt? Warum kann ich nur einen einzigen Roboter looten? Wait. Das scheint nicht richtig zu sein. Was haben wir hier? Arknet Mail Sicherheitsbedenken. Jetzt liest nochmal jeder für sich, ne? Wegen meiner Stimme und so. Geschütztürme. Okay. Vorfall im Maschinenkern. Protection Styron. Ich aktiviere mal die Einheiten, obwohl sie ja doch ziemlich tot aussehen. So. Gucken mal. Ja, ne, die sind eigentlich alle hinüber, ja. Wir sollten mal wieder unsere Dings spielen, ne? Unsere kleine Axt. Dance, gehen wir weiter. Sieh dir die Trümmer an. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Das sehe ich. Verdammt, ich hatte gehofft, das zu vermeiden. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Sins des Instituts angegriffen. Shit. Angst vor Sins? Hört sich an, als hättest du Angst vor Sins. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Okay. Da hat er mich jetzt aber ganz schön zurechtgewiesen, der Vanguard. Finde ich ein bisschen frech von ihm. Aber wenn er halt meint, dann muss ich mich so dumm auch machen. Der Laden ist ziemlich ruiniert. Aber
ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren können. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Dann mache ich aber erstmal alles leer, weil es schon mir gehört. Da bastelt. Scheint eine Sackgasse zu sein. Ach was. Einen Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit. Das ist doch nie im Leben eine Sackgasse hier. Erinnerung, Passwort, Sicherheit. Komm, ich lese mal ein bisschen was vor. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet-System weiterhin sicher bleibt. Juhu, ich habe ein automatisches Passwort. Hier, das ist unser neues Passwort. Das heißt, damit können wir jetzt hier irgendwo hin. Ich nehme an, da. Gut, aber erst noch kurz Chillemille machen und gucken. Okay. Gut. Sehr wahrscheinlich geht damit die Tür auf, die sich direkt vor uns befindet. Da lag noch was auf dem Tisch. Verbindung. Verbindung zu Prototyp nicht möglich. Okay. Machen wir die Tür mal auf. Komm. An mir kommt keiner vorbei. Warte kurz, ich konzentriere mich gerade. Sie müssen jetzt sterben. Warum zum Geier müssen wir diesen Mist aufnehmen? Jetzt sterben, oh, Scheiße. Hier spricht Technikerin Rand von der Abteilung ArcJet Antriebssysteme. Bei mir ist Techniker Janowski. Arbeitsprotokoll A1190. Janowski und ich arbeiten jetzt seit rund 3 Monaten am Projekt Marsflug. Ich glaube, dass wir die Schubberechnung abgeschlossen haben. Gerne würde ich das begleiten. Das ist so verdammt von unserem verdammten Planeten wegzukommen. Hey, reiß dich zusammen! Wenn wir diese Protokolle nicht anschauen, natürlich habe ich das nicht vergessen. In ein paar Wochen Bitch. Alter, hat der stärkeren Knüppel als ich? Zu verdrängen, dass man mir den Kopf von der Front wegblasen könnte. Ich glaube, wir haben gerade einen geblowt. Mich auf die Arbeit zu konzentrieren hilft mir dabei. Für dich ergibt das vielleicht keinen Sinn, aber mir ist das wichtig, okay? Okay, tut mir leid. Okay, tut mir leid. Wirf das Band doch am besten weg. Wir fangen ein neues an. Der Kerl hört sich so unglaublich vernünftig an. Wirf doch einfach das Band weg und wir fangen ein neues an. Will ich direkt ausrasten. Oder will ich direkt ausrasten. Paladin Dance, es ist in Ordnung. Ich hab das doch schon längst im Griff. Guck mal, Kevin hat doch schon seine Rüstung angezogen. Dance, es ist doch in Ordnung. Kannst du mal kurz deine Unterwäsche chillen vielleicht? So deine Grundbasis finden, du Bangert. Ich sehe gar keine Sins mehr. Ich glaube, die sind alle weg. Die Sins. Halt. Kevin, geh da nicht rein. Halt. Geh da nicht rein, Kevin. Hör auf, das zu essen, Kev. Oh yeah, Kirvin. Oh, look at this, Kirvin. Oh, Experte. Gar kein Problem für den haarigen Dagobert. Mansions. So. Ja. Boom. Alter, so scheiße einfach. Wir müssen wieder getrennt lesen. Alles klar, Safe-Steuerung, boom. Sehr interessant, was sie da rumgefuhrweckt haben. Vor allem dumm gelaufen für ihn, dass er dann Richtung dieser Super-Antenne gehen musste und nicht weiter an den coolen Gemischen arbeiten konnte. Aber so ist es halt im Leben. Manchmal, wenn du dich beschwerst, bist du direkt weg. Bist direkt weg vom Fenster. Oh, so schön.
Gell, Kevin? Kevin musst du noch einmal bellen, dann ist er sofort ausgetauscht. Dann kommt der Cotsworth mit, der Verkotzte, verstehe ich, und gut ist. Ja. Oder der Hans Wurst kann ja auch mit eigentlich, ne? Der Siedlungsmensch. Wir haben eine weitere Siedlung, die geleckt gehört. Der kann doch eigentlich auch mitkommen, soweit ich weiß. Wie heißt er denn jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er kann auch mit. Und der hat immerhin so Laser. Bleib Wasser. Da vorne sind Geschütze. Ja, warte kurz, ich lese mir gerade was durch. Verdammt nochmal, ja. Geiles Bild, wirklich extrem geiles Bild. Oh Gott, das muss ich als Thumbnail irgendwie rein fuhrwerken. Aber das werde ich wahrscheinlich vergessen. Noch ein Terminal, alles klar. Oh, um Gottes Willen. Nach 6 Monaten hat die United States Space Administration endlich ArcJet den Auftrag für die Entwicklung der Antriebs- und Kommunikationssysteme von Project Marsflug erteilt. Es war riskant, mein Team vor Erteilung des Auftrags mit der Arbeit am XMB-Hilfstriebwerk anfangen zu lassen, aber es sieht aus, als würde sich das bestens bezahlt machen. Wir müssen noch eine Menge mit der Agentur besprechen und für uns liegt tonnenweise Arbeit, aber ich denke, dieser Auftrag wird ArcJet endlich zur Bekanntheit helfen. Oh shit, heute konnte ich unser XMB-Hilfstriebwerk-Team und weiter. Das kam jemand, der Dr. McKellen das Wasser reichen kann, wenn es um nukleare Antriebssysteme geht. Also war das wirklich ein Glücksfall. Es hat das Unternehmen eine enorme Menge Geld gekostet, ihn aus seinem Vertrag als Militärentwickler auszulösen, aber am Ende wird das sicher jeden Dollar wert gewesen sein. Wir haben der USSR versprochen, dass das Hilfstriebwerk spätestens ein Jahr vor dem Start im Juli 2078 fertig sein wird. Mit Dr. Am Ruder sollten wir diesen Termin locker einhalten können. Fick die Kacke, Leute. Wir müssen das getrennt lesen. Oh, fuck. Ach, es ist ja echt bitter, dass genau dann dieser ganze Stress kommt, wo alles doch funktionieren schien. Gut, klar, der Knilch ist jetzt halt abgebrannt. Aber man kann ja. Krass, Mann, so viele Terminals, aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? Tor, Hertz, Hall. Shit. Da, Dance, warte doch einfach mal kurz. Ich habe hier noch Zeug zu tun, okay? So. Oh, fuck. Ich bin gerade nicht wirklich, nah dran. So. Also, Soul. Ein richtiger, ein Ding. Boom, nein, shit. Bin ich blind oder finde ich gerade das Wort nicht? Also. Reparaturauftrag, um Gottes Willen.
Habe ein neues Terminal in Reinhards Büro installiert. Nachdem wir diesen Mars-Flugauftrag erhalten haben, will er auf dem Ding ziemlich heftige Sicherheitsmaßnahmen haben. Keine Ahnung, ob er unter Verfolgungswahn leidet oder es wirklich einen Grund gibt, sich Sorgen zu machen. Er kriegt von mir das Beste, was wir zurzeit bieten können. Okay, jetzt bin ich überzeugt davon, dass Reinhard unter Verfolgungswahn leidet. Er hatte mich automatische Sicherheitsgeschütztürme im Hauptkorridor vor seinem Gebäude aufstellen lassen. Man könnte meinen, wir arbeiten für das Militär und nicht bloß für die US-Weltraumverwaltung. McKellen nervt mich andauernd damit, dass dem Zentralrechner immer wieder der Platz ausgeht. Ich habe zusätzliche Speicher bei unserem Zulieferer bestellt, aber hier unten passen bald keine weiteren Konsolen mehr rein. Eventuell muss ich mit Reinhard sprechen, damit wir einen Teil der Büroabschnitte nutzen können. Dürfte kein allzu großes Problem sein. Brent ist vorbeigekommen und wollte alle Aufzeichnungen der Videoüberwachung des letzten Monats vom Zentralrechner haben. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm Sicherheitskopien anfertigen soll, aber er hat nur wie immer gegrunzt und die Originale verlangt. Ich weiß nicht, was er damit vorhat und ich will es auch nicht wissen. Solange ich meinen Gehaltscheck kriege, ist mir das Schnurzpiep-Igel. So, verschissel noch mal, dann machen wir die Geschütze mal aus. Dance ist jetzt gut, ne? Wenn man sich mit seinem Kopf ein bisschen ausstrengt, weißt du, Dance? Da muss man auch nicht zwingend darum kacken immer. So, oh, warte, so. Da muss man auch nicht zwingend immer so Stress machen, Dance. Hast du das vielleicht schon mal gehört irgendwo? Du kleine Sacknase. Immer also einen dick auf Ritter Kartoffelsalat machen, ja, und dann aber einfach in die Geschütze reinrennen. So ein, wie jemand, der das halt macht, weißt du, so beruflich. Oh, Dance, die nehmen wir nicht mit. Doch, weißt du was, die nehmen wir mit und wir saufen sie direkt. Alter, weil wir Schweinepriester sind, Dance. Wo ist, wie heißt das nochmal? Nuka-Cola. Das ist aber peinlich, ne? Ich als Riesenfan des Franchises weiß nicht, wie die Scheiße heißt, dabei habe ich hier neben mir eine stehen. Holla, die Waldfelder. Schon leicht peinlich, aber es ist doch schon spät, es ist gleich 2. Und ich muss morgens auch früh aufstehen, aber ich habe wieder so Bock gehabt, hier aufzunehmen. Es ist unglaublich. Ich muss vor allem auch wieder ein bisschen jetzt im Voraus aufnehmen. Die letzten paar Folgen habe ich am Tag aufgenommen, an dem sie auch kommen sollten. Das ist ein bisschen kotig. Klammerbox, ach, ich dachte, da liegt ein Bein raus. Okay, Dance. Chillst du mal? Du chillst gerade zu arg, ne? Du stackst. Ja. Kann ich jetzt hier alleine weitermachen, oder was? Ja, sieht so aus. Dance, ich arbeite wenigstens mit Köpfchen, weißt? Ich gehe hin und sammle auch mal so eine Impro-Pistole nicht auf, weil die einfach scheiße schwer ist. Wenn ich in mein Zeug reinpasst, in meinen Kram. Nein. Ja, alles geht doch. Oh, das hat sich aber gelohnt. Das hat sich aber höchst stark gelohnt. Sag bloß, das ist jetzt einfach das gleiche wie... Wow. Aber Dance, es gibt noch mehr. Geh bloß weg von mir. Ich muss hier noch gucken. Okay. Doch nicht. Let's go. Dance. Wofür ist dieser Fahrstuhlschacht, dass wir beide gleichzeitig rein können? Weißt du, der kommt von der Treppe und ich komme von hier. Aber es kann nicht sein, Dance. Ja, die Quanto muss ich natürlich mitnehmen. So. Da haben wir ein weiteres Terminal. Unglaublich, was die hier an Terminals haben. Twist. Lance. Das wär's. Ja, krass, ein Bodensafe. Jawollo. Sie können sie. Gut. Wo ist der scheiß Bodensafe? Vorne bei der Rezeption, ne? Stand doch drin. Ach Gott. Den ersten Satz habe ich nicht gelesen. Den Bodensafe im Bereich der Rezeption, okay. Presse. Gut. Ja, also wir lesen es uns durch. Ja klar, natürlich. Man kann die Angestellten ja nicht sowas selbst beantworten lassen. Die meisten sind doch ziemlich durchgepeitscht. Wie ist denn der Dance? Achso, da ist es wieder darunter. Jetzt ist halt die Frage, Dance, wie komme ich an den Bodensafe von hier? Gar nicht, ne? Ja. Erstmal nicht. Egal, später dann. Der Triebwerkskern ist vor uns. Halt, ich muss nochmal richtig speichern, Dance. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, du kannst mich nicht so ganz beschützen. Das war schon die volle Scrollung. So, ich gehe einfach durch, bevor er wieder durchgeht und ich dann warten muss, so wie es vorhin bei der Polizeistation der Fall war, oder heute Mittag. Pass auf, wo du hintrittst. Kann vielleicht immer jemand sagen, ob ich diesen Bullet-Modus jetzt hab? Ich hätte schwören können, es sah geiler aus beim Kollegen. Aber es stand vorhin drin. Oh, doch! Doch, ich glaube schon. Guck dir das mal an. Querschläger. In meiner Rübe. Shit, dude. Fuck, Dance. Look at this, Harold.
Wollen wir das Ding nicht auch? Wir könnten da oben einfach einen Ghoul dranhängen und das abfeuern. Das wird so fucking amazing. Kevin, was sagst du dazu? Wieder nichts, ne? Weil einfach ein fauler. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Okay. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Okay. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung vor, Kevin, in der Anlage wiederherzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Okay. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Den mache ich dir easy. Und halte uns den Rücken frei. Das ist aber unangenehm hier. Ha. Kein Strom. Oh! Oh! Den Junk. Verdammt nochmal ja! Das ist wirklich ein Grund, verdammt nochmal ja zu sagen. Oh, warte. So. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Fuck. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sicher am Werkunterricht. Hey. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Wow. Da hat sich echt viel Spaß dran gehört, Dinge. Ha, 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 hey, hey. Leute, der Junk-Chat ist so fucking geil. Achso, ich weiß nicht, ich zeige, also für alle, die den nicht kennen, ich zeige es euch mal kurz, da kann ich nicht alles weggeben, weil wenn ihr mich, wie der Name schon sagt, den Müll, den Junk, damit verschießen können. Wir laden den auf und können zum Beispiel jetzt einfach Tafelmesser da reinpacken. So. Und dann verschießen wir das Zeug. Achso, warte, das war jetzt Bescheid. Pass auf, circa so. Ich weiß nur nicht genau, ob man die Sachen dann sogar wieder aufheben kann. Doch, kann man. Oh mein Gott, kann man. Das ist natürlich ultra sick, weil man da halt alles reinpacken kann, ne? Das ist ziemlich geil. Wir machen das mal Vorkriegsgeld ist, glaube ich, nicht so fest. Es tut nicht so weh. Der ist so nice, der Junkjet. Das war bei... Wo wurde der eingeführt? Bei Fallout 3? Energieverlust. Triebwerkskern ist auf. Oh nein, das ist aber blöd. So hat er gerade gesprochen. Warnung. Achtung. Mensch, hey, das ist jetzt aber wirklich dumm gelaufen. Nee. Na, Alter. Das wär's. Das wär's. Und jetzt... Boom. Warte kurz. Ah, ich wusste es doch. Ich hab's gerochen. Obwohl es eigentlich keine gute Taktik gewesen sein kann. Wir brauchen doch Strom und ich nehme hier einfach den Scheiß raus. Case. Okay. Salt. Okay. Wo ist CSGO? Wo ist CSGO? Salt. Case. Das A wird schon mal ein richtiger oder wichtiger Bestandteil sein. Das wird bin drin. Boom. Bin drin. Der Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systeme und Vorgänge deaktiviert. Energieoptionen. Achtung, der Maschinenkern. Gut. Hilfsgeneratoren starten. Und da habe ich gerade den Kern rausgenommen. Ich bin wirklich ein böses Mädchen. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Das ist aber Triebwerk. Schön. Das ist aber sehr schön. Das habe ich wirklich gut gemacht. Ich habe gerade echt Schiss, dass ich wichtige Sachen verschieße. Ne? So eine Vakuumröhre sollte man lieber mal behalten. Den hier auch, aber der Rest ist scheißegal. Betankt und bereit zur Zündung. Oh, ja moin. Dance, ich helfe dir, keine Sorge. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. Dance, vielleicht will ich dir kurz sagen, dass... ich habe meine Tür zugemacht. Sorry, Dance. Das sind die längsten 5 Sekunden deines Lebens. 3. What the fuck, wovon kommen die alle her? 2. Hm. 1. Bye, bye. Shit. Triebwerk wird gezündet. Boah, er geht direkt runter. Er ist echt ein richtiges Tier. Oh fuck. Oh fuck. Holy shit. Ich will direkt rein, weh, ich sterbe. Nochmal. Test abgeschlossen. Oh. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Überprüfe Paladin und Dance Zustand. Treibstoff aufgebraucht. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Oh, das ist jetzt aber wirklich dumm gelaufen, ne? Warnung. Scheiße. So viele Fusion Cells. Da hinten noch den Sack. Den kleinen Ballsack. So, Dance, wie geht's dir? Oh mein Gott. Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir.
Okay, Dance, zum Glück können wir jetzt nach oben, weil ich habe ja eben den Strom angemacht. Hast du schon mal eine geile neue Waffe gesehen? Look at this. Dance, was war das? Hast du das gesehen? Halt. Dance, irgendwas hat dich eben getroffen. Hast du das mitbekommen? Wir nehmen noch den Schaumschusslimit. So. Komm mit, Dance, schnell. Lass uns hochgehen, Danse. Poladin Dunse. Nach oben. Speicherung. Bing. Neue Fans. Bing. Oh, Dance. Es ist so gefährlich, hier lang zu laufen. Hast du nicht auch Angst? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Da oben waren wir noch gar nicht drin. Okay, wartet. Ich speichere mal hier ganz kurz richtig ab. Jetzt will ich da mal kurz was testen. Guck mal. Hier oben waren wir, konnten wir noch gar nicht sein, ne? Hier. Alles klar, ich verstehe schon. Komme ich da jetzt hin? Ja, da. Ah, Dance, wir haben ja echt eine kleine Problematik am Laufen gerade. Okay, warte. Denk dran, Movement König. Alles klar. Na, er hat aufzulachen. Das zählt jetzt nicht. Das zählt nicht. Ich will kurz noch von oben da runterspringen, um zu gucken, was es da noch zu holen gäbe. Dance, bitte scheiße ich nicht immer so ein. Ich habe meinen Rasenmäher dabei. Hast du es nicht? Guck mal, da ist schon mal ein Aschehaufen. Aha, Dance, wir haben ein weiteres. Was? Moin? Hier, Jumpshot Attack. Och, ich schieß daneben, ich stehe direkt vor ihm. Ach du Scheiße, der hat sich gerade zu mir runtergebeamt. I'm so dead right now. I'm so dead. Vielleicht bringt Vorkriegsgeld ja irgendwas. Kann mir es zwar nicht vorstellen, aber vielleicht haben wir ja Glück. So, ist, hör mal auf mich zu schlagen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, wartet, wartet. Ich lad eh den Spielstand. Ich kann hier ja nichts hacken. Wir müssen uns das merken. Bitte, derjenige, der sich das letzte Mal aufgeschrieben hat mit dem Safe, bitte, schreibt dir das auch auf, mein Herr. Damit wir hier Bescheid wissen, dass wir hier in Junk-Chat, Arc-Chat, Scheißebach noch was machen müssen. Aber schreibt nicht Scheißebach auf, ich weiß nicht, was ich gemeint habe. Du brauchst kein... Wow! Ich wollte gerade sagen, du brauchst keine Beine. Ich glaube, ich brauche langsam kein Aim mehr. Dance, Dance, Dance. Nicht einfach vor mich gehen. Okay. Boom. Achso, halt, wir haben doch vorhin festgestellt, dass unser Klopper hier da... Ach, jetzt sind alle schon wieder tot. Einfach zu langsam. Ich sehe das Ding nirgends. Untersuch mal die Überreste der Sins. Sie waren vielleicht auch hinter dem Sender her. Bin am Start, Mann. Bin am Start. Davon. Davon. Hab ich schon gefunden. Der verdampft ist. Super. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Noch ein Ding. Jetzt verarscht er mich gerade, oder? Test starten. Okay. Das hier wäre dann die eigentliche Test-Chamber, nehme ich an, wo auch die Leute von der Presse gestanden wären. Wir können jetzt hier hoch und dann einfach raus. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir da ankommen, aber wir müssen uns das dann merken, dass wir hier hier rum praktisch auch dann wieder reingehen, wenn wir diesen einen Dingens aufmachen, da den Computer aufmachen. Ich spreche wie ein Vollidiot. Ihr wisst, was ich meine. Ah, hatten wir nicht übrigens ein Level Up? Wir können jetzt also auch schon, wir können eigentlich jetzt schon die Richtung skillen, ne? Ich denke, dass da was Wichtiges drinsteht. Das kenne ich auch noch nicht. Da bin ich nie runtergesprungen, dieses Zwischending. Da kam ich irgendwie nicht drauf. Wo sind wir denn jetzt? Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Wir haben sogar zwei Levelpunkte. Also wir haben gesagt, dass wir... Das brauchen wir ja so oder so. Das skill ich jetzt einfach mal, ne? Hier, der Hackerboy. Ach so, wir müssen ja Level 21 sein. Wir sind 15. Okay. Hat sich erstmal erledigt mit dem Ding da unten. Woher weiß er jetzt eigentlich, dass hier alles cool ist? Hat er das einfach gerochen? Paladin ja, Dance. Paladin Dance. Besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ja, ja. Besser? Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Oh jo. Wir müssen auch ein Ding skillen, ne? In Charisma. Ist ja lächerlich. Komm, ich bin mal ein Pisser, oder? Ich brauche auch keine Missionsanalyse. Konstruktive Kritik anzunehmen. Ist der beste Weg, sich zu verbessern, sowohl geistig als auch körperlich. Er ist direkt aggressive. Das schmälert nicht deinen Beitrag zu dieser Operation. Ohne deine Hilfe wäre ihr Abschluss vermutlich in Gefahr gewesen.
Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Okay. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Rat ich mal, denke, was du diese nicht bekommst. Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Mhm. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Oh, Hallöchen, Popöchen. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer fühlt sich 15% schneller. Ja, moin. Nehmen wir auf jeden Fall an. Komm, ich kann einfach nicht böse sein. Ich fühle mich wie so ein Arschloch, wenn ich es mache. Brauchst du das nicht? Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Oh. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei, bewegst etwas in der Welt. Hm. Also, was meinst du? Na gut, ich sag's mal so. Was sind da? Wir treten bei. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Das freut mich zu hören. Treffen wir uns am Polizeirevier. Dann besprechen wir die Einzelheiten. So, wahrscheinlich können wir jetzt nicht mehr laufen. Doch, wir können noch laufen. Seine Waffe ist natürlich ultra-leichtbau. Ja. Ich beende jetzt einfach mal hier die Folge und wahrscheinlich auch die Aufnahmesession. Ich hätte jetzt extrem gerne, wirklich extrem gerne weitergespielt. Noch 3-4 Stunden. Ich bin auch voll wach. Ich bin wegen der Erkältung, habe ich die letzten 3 Nächte, bin ich meistens, einfach weil ich nicht einschlafen konnte, bis morgens um 6 oder 7 wach gewesen. Habe mich im Bett rumgewälzt und so und habe mir dadurch meinen Schlafrhythmus ein bisschen gedödelt. Ja, jetzt würde ich gerne noch aufnehmen, vor allem weil ich, tagsüber bin ich einfach sackmüde. Wenn man richtig müde ist, dann ist es irgendwie nicht so richtig geil. Aber naja, ich muss es halt einfach mal ran, an der Speck ist. Ins Bettchen. Ja, gut, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Nächstes Mal machen wir dann geilen Scheiß. Wir müssen auf jeden Fall noch nach Ding gehen, nach Diamond City, haben wir schon festgestellt, dass es mal so ein bisschen vorangeht. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.